Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit SmackDown vs. Raw. Beim letzten Mal war Parking Lot Brawl dran und dieses Mal ist ECW Extreme Rules Match dran. Und da hatten wir ja schon gesagt, da werden wir wieder so ein bisschen extremer. Das heißt, wir nehmen entweder Edge oder wen haben wir noch? Also wir müssen einen mit dem Stuhl nehmen. Mick Foley, den hatten wir, glaube ich, im letzten Part schon. Tommy Dreamer genauso. Sabu wäre noch, aber ich würde sagen, Sandman würde noch möglich sein. Also ich würde allerdings sagen, dass wir entweder Jeff Hardy oder Edge nehmen und als Gegner dann, ja, Sandman wahrscheinlich, ne? Aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin für Edge. Wir gehen mit Edge rein und als Gegner, oder sollen wir wieder, komm, wir können auch nochmal Mick Foley nehmen. Weil ich glaube, gerade Edge und Jeff Hardy haben wir halt in dieser Matchart schon öfter mal genommen und Sandman glaube ich auch. Deshalb nehmen wir jetzt noch einfach nochmal Mick Foley. Ist natürlich ein bisschen schade, weil es nicht so viele gibt mit dem Stuhl. Man hat eben gesehen, ein Wrestler ist noch nicht freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, wo dran es liegt, was ich dafür machen muss. Da habe ich mich noch gar nicht so richtig mit befasst. Ja. Aber worum es jetzt erstmal geht, ist ein ECW-Match Extreme Rules. Und danach geht's ja auch schon in Tag-Team-Matches rein, ne? Also ich habe mir schon gedacht, dass ich heute zweimal aufnehme, mindestens zwei Parts. Und da ist die Abwechslung dann ganz gut, ne? Wenn man jetzt hier 1-1 hat und im nächsten Match dann 2-2, dann passt schon irgendwie. Obwohl es ein normales Tag-Team-Match dann sein wird. Das ist ja im Prinzip auch ähnlich wie ein 1-1, bloß dass du einen Auswechselspieler hast. So. Ja, wir müssen auf jeden Fall ich habe gedacht, da kommt noch was. Wir müssen auf jeden Fall Gegenstände mitnehmen. Ah, shit, ich habe wieder meinen Kollegen hier gerufen, aber dann kann der sich mal um ihn. Oder auch nicht. So, geben wir erstmal den hier. Wir probieren mal ein paar Gegenstände aus. Er bringt einen Tisch mit rein, okay, den nehmen wir gerne. 2009er warst du auch, da konnte man die Dinger doch auch anzünden, oder? Oder ging das hier auch schon? Ah, das geht hier auch schon. Schöne Sache. Dann brennt das Ding. Das wäre so lustig, wenn einfach jetzt durch so einen Schlag seine Hose denn brennen würde oder so. Aber das haben sie da noch nicht mit reingenommen. Wir werden uns hier mal ein bisschen ausprobieren. Mal alles so mit reinholen. Lassen wir uns mal ein bisschen Zeit bei diesem Match. Ah, er hat auch Bock. Gut, komm. Bring rein. Ja gut, die bringen das jetzt nicht rein. Feiern können wir auch nicht. Schade. Ja, da hakt es ein bisschen mit der Grafik. Ah, wir können einen Griff machen, das ist gut. Er muss mal aufstehen. Wir machen einfach mal so ein. Das ist jetzt der Griff. Bam! Schönes Ding. Ja, Finisher ist halt ein bisschen tricky. Ah, stimmt, weil ich zu viele Finisher darf ich ja auch nicht machen, sonst ist er KO, ne? Hätten wir vielleicht vorher auch. Okay. Wir gehen nochmal rein. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber wir lassen KO jetzt an, das hätte ich vorher ausstellen müssen. Da habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen sollten bei diesem Match und so. Können wir direkt einen Rückkampf? Ja, machen wir direkt einen Rückkampf. Dann brauchen wir hier. Ich habe nämlich kurz drüber nachgedacht, ob wir hier neue Wrestler nehmen, aber dann denke ich mir so, nee, machen wir direkt Rückkampf. Und dann gibt es beim Tag Team Match halt neue Wrestler. Das ist dann der nächste Part quasi, ne? Da geht's dann in die 2 gegen 2 Area. So. Ah, was mir gerade einfällt. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel, also die SmackDown vs. Raw, Quatsch, SmackDown und Raw Shows gar nicht mehr so geguckt. Mir fällt gerade ein, ich muss ja nichts noch gucken. Ich habe dieses Mal keine extra Review dazu gemacht oder Preview, weil, ja, weiß ich nicht, ich glaube, das kommt nicht so gut an auf dem Kanal so. Da gibt es andere Videos, die ein bisschen besser ankommen, glaube ich. Ansonsten könnt ihr gerne eure Meinung dazu schreiben. Ich muss ja heute noch Survivor Series nachholen. Stimmt ja. Ah, hiermit können wir nicht greifen. Doch, wir können greifen, er muss stehen. Bam! Schönes Ding. So, das Ding aber anzünden geht ja auch nicht.
Hier irgendwie so ein Dings. Ne. Können wir auch nicht machen. So, aber was ich nochmal zeigen wollte, ist natürlich die Wahl. Ah, jetzt habe ich ihn wieder reingeholt. Das passiert, wenn ich alle möglichen Tasten drücke. Ja. Wir können nämlich unter normalen Umständen den hier machen. Wie ging der denn nochmal? Achso, wir haben zu wenig Schaden genommen, ne? Deshalb geht das noch nicht. Weil normalerweise kann man sich ja jetzt hier irgendwie so ein bisschen auch. Na, ich stehe zu weit weg. Ah, oh, jetzt hat er mich gekontert. Bam! Aber normalerweise haut er sich ja den Stuhl noch über den Schädel. Und dann regeneriert er so, aber ich habe anscheinend noch gar keinen Schaden bekommen. Deshalb macht das jetzt wohl noch keinen Sinn, wa? Diese automatische Nummer, dass er dann wieder aus dem Ring rausgeht, ist auch so bescheuert. Dass er dann einmal zuschlägt und danach lässt er alles fallen, stehen und liegen. Und geht einfach aus dem Ring raus. Bam! Jetzt müsste ich eigentlich direkt hinterher noch so ein. Ja, klau mir doch nicht den Stuhlmeister. Was können wir noch mitnehmen? Nehmen wir doch mal die Tonne hier mit rein, ne? Na, da haben wir ja im Endeffekt im Ladder-Match, ne? Das können wir jetzt hier mal ein bisschen. Oder Tables hatten wir ja auch schon. Probieren wir uns mal ein bisschen mit den anderen Dingern aus. Jetzt. Aber er wartet wirklich. Ganz interessant. Er wartet nämlich wirklich. Kann den Dix nicht machen, den Finisher nicht machen gerade. Hä? Jetzt. Also er wartet wirklich, bis der Gegner wieder steht, bis er ihm die Tonne oder irgendwie bis ein Griff möglich ist. Das geht vorher nicht. Bam! Okay. Das war der zweite Sieg. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir es dann. Jetzt haben wir einmal mit jedem Finisher das Ding fertig gemacht. Wir haben auch ein paar Gegenstände gezeigt. Ich meine, jetzt hätte man noch sagen können. Gut, du hast die Leiter nicht gezeigt, aber das gibt's im Leiter-Match. Du hast den Tisch nicht gezeigt, gibt's im Tisch-Match. Du hast die Stahltreppe nicht gezeigt. Ja gut, die kannst du in jedem Match einsetzen. Ne? Gut, Tisch hier Dings auch. Ein Stuhl auch, aber beim Stuhl wollte ich ja ursprünglich die Dings zeigen. Aber da haben wir wohl zu wenig Schaden für genommen. Da zieht er sich den nämlich selber über den Kopf rüber, wenn du den Finisher gespeichert hast. Das ist nämlich seine Hardcore-Attacke sozusagen. Na gut. An dieser Stelle soll es das dann gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.